Diese Sportarten kosten die Versicherung richtig viel Kohle. Hallo und herzlich willkommen. Da ist der Christian von easyinschul.ch. Schön, bist du auch heute wieder mit dabei. Heute möchte ich dich ein bisschen informieren, welche Sportarten dann die Versicherung richtig viel Kohle kosten. Was denkst du, was ist die Hauptsportart Nummer 1, die die Versicherungen am meisten Geld kostet? Kein Wunder, es ist effektiv Fußballspielen. Es gibt natürlich sehr viele Fußballvereine, sehr viele, die in der Freizeit halt im Verein spielen. Und man hat mal in Deutschland eine Erhebung gemacht, dass es rund, muss ich schnell ablesen, 38.000 Sportverletzungen sind es insgesamt, wovon rund 13.300 davon, also eine stattliche Anzahl, auf Sportunfälle im Fußball grundsätzlich zurückfallen. Das ist natürlich aber auch Hintergrund in Deutschland. Rund 2,2 Millionen Leute in Deutschland sind aktiv im Fußball. Also auch eine relativ hohe Anzahl. Aber in der Schweiz ist laut der Bauwas-Versicherung Fußball auch an erster Stelle. Also es ist nicht ganz abwegig. Man redet hier etwa von 45.000 Verletzungen plus minus pro Jahr im Jahr 2018. So, das ist Position Nummer 1. Was denkt ihr ist auch die zweitmeiste Sportart, die Verletzungen verursacht? Na, klingelt's? Effektiv Wintersport, und zwar Skiunfälle, ist grundsätzlich Platz Nummer 2. Das heißt, man geht davon aus, dass jeder fünfte Sportunfall beim Skifahren passiert. Das Problem beim Skifahren ist effektiv, dass die Kosten meistens effektiv viel höher sind als bei einem Fußballunfall und dass da die Verletzungen meist komplizierter und auch langwieriger sind. Das ist so ein bisschen ein Hauptproblem grundsätzlich. Bei Skiunfällen kommt es meistens zu Muskel- oder Bänderrissen oder Zerrungen oder Verrenkungen. In etwa 40% der Unfälle sind die Beine betroffen, in 30% sind es dann die Arme. Das ist so eine grobe Zahl, dass ihr da ein bisschen Bescheid wisst. Also das sind die zwei größten Geschichten. Nun, was kostet dann so ein Unfall jetzt beim Skifahren beispielsweise im Schnitt, wenn ich schon von Zahlen spreche, rund 7.700 Euro. Ist doch eine recht hohe Summe, wenn man sich das hochrechnet grundsätzlich. Und im Reitsport als Opposite ist es 6.900 Franken. Also wenn mal jemand vom Pferd runterfällt, kann das auch sehr teuer werden, logischerweise, wenn man eine gewisse Höhe hat. Und beim Fußball ist es rund 5.200 Franken. Also das ist wirklich noch sehr faszinierend, um ein bisschen ein paar Zahlen zu haben. Also Fußball Nummer 1, Nummer 2 Skiunfall, Nummer 3 wäre dann wahrscheinlich etwa Reitunfälle. Was mich aber sehr erstaunt, ehrlich gesagt, ist, dass in dieser Statistik effektiv Extremsportarten wie Basejumping, Fallschirmspringen, sagen wir schnelles Autofahren grundsätzlich, also alles, was ein bisschen extrem ist, erscheint auf dieser Statistik nicht, respektive ist anscheinend effektiv nicht so gefährlich, wie es immer dargestellt wird. Was meine Konklusion dazu ist, ist grundsätzlich, warum man dann solche Extremsportarten grundsätzlich ausschließt, wenn sie ja gar nicht so gefährlich sind. Man müsste vielleicht auch wirklich mal diskutieren, will man Risikofußball oder Ski irgendwie ausschließen. Das wäre für mich dann naheliegend, weil da passiert ja viel mehr, weil es halt einer breiteren Bevölkerung zugänglich ist, als die Extremsportarten, die meistens ja nur sehr wenige Leute ausführen. Vielleicht das mal ein Gedankengang an jemanden, der meine Videos schaut und bei der Versicherung arbeitet. Würde mich noch wundern, was da eure Argumentation wäre. Wenn du hierzu noch Fragen hast, dann bitte mit uns Kontakt aufnehmen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dieses Video teilen, liken, feedbacken würdest. Wenn du es noch nicht bist, dann empfehle ich dir sehr stark, bei uns versichert zu sein. Sei easyinschul.ch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Versicherungsguide Christian. Ciao.